Mit Betty in New York hat Streaming-Riese Netflix wieder mal eine erfolgreiche Serie geliefert. Seit Tagen ist sie in Deutschland in den Top 10 der Netflix-Charts. Der Star der Serie ist Elipha Torres, die Betty verkörpert, eine eher unscheinbare junge Frau, die in New York lebt. Angelehnt ist die Serie an die Telenovela Yo Soy Betty Ya Fea, an dessen Plot sich auch Verliebt in Berlin oder Ugly Betty orientierten. Doch im Gegensatz zu Betty ist Elipha Torres gar nicht unscheinbar, sondern mega sexy. Hättet ihr die Betty-Darstellerin wiedererkannt? Im heißen Kleid und wilden Locken ist sie das genaue Gegenteil ihrer Serienfigur. Auch ihren durchtrainierten Body zeigt die Schauspielerin gern, so wie hier bei der Premiere von Amazons Cinderella. Auf Instagram heizt sie ihren Followern gerne mal mit tollen Bildern ein. Dort zeigt sie sich super verführerisch und freizügig, wie man auch auf diesem Bild erkennen kann. Mit Betty in New York feiert die gebürtige Mexikanerin ihren internationalen Durchbruch. Zuvor war sie schon in mexikanischen TV-Produktionen zu sehen.